Finde die Talisman-Koordinaten für Haruella. Nein. 941. 941. Wow, was passiert hier? Oh, gleich eingestellt. Stellt er das ein, ganz von allein. Ah, das Blumenbouquet. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Das ist das Zimmer. Atombombe. Und ich bin sofort da, ne? Nee, doch nicht. Ah, ich hätte jetzt gedacht wirklich, dass ich sofort da ankomme. Oh, was haben wir da? Schrotpatronen. Ein paar neue. Wunderbar. So, wo, Ja, der Kranich. Der Kranich greift an, ja. Okay, wo ist denn jetzt nochmal das Esszimmer gewesen? Ist doch gar nicht so weit weg, wie ich gerade gedacht hatte. Oder befürchtet hatte. Also manchmal sind sie noch fair. Ja, sind tatsächlich irgendwie die Laufwege doch recht kurz. Aber manchmal bist du einfach am Arsch. Die Treppe herum, dankeschön, und hier durch. So, und hier haben wir das Esszimmer mit diesem wunderschönen Blumenbouquet, was da zu sehen war. Auf geht's. Ja, auf... Oh, okay. Kapitel 3. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel. Okay. Aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Haruella. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche. Und dies ist wirklich der Konvent von Haruella. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby. Ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroeia. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer Zeit. Er ist hier?
Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Der Schattmann ist auch da. Hallo ihr Lieben! Ja, leider ist die zweite Aufnahme von Alone in the Dark, nun ja, kaputt. Was wir noch haben, ist ein VOD. Das hat leider nicht die gleiche Qualität wie das, was ihr sonst von dem Kanal gewohnt seid. Aber hey, es ist besser als nichts. Naja, was soll's. Okay, viel Spaß damit noch. Tschüss! So, okay, alles klar. Gut, er ist quasi... Ja, war er der Therapeut oder was? Wer war er? Eine Idee, wie wir den Schattenmann loswerden können? Ich schätze, Verdrängung könnte funktionieren. Das ist ja in Spanien. Versuchen Sie, ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Und vom Schattenmann ist die Rede. Der Schattenmann ist jemand, der Jeremy Hartwood verfolgt. Wir wissen noch nicht, wer er ist irgendwie. Und der Glego eigentlich auch nicht besonders viel Wert darauf, den kennenzulernen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Kampfsystem ist tatsächlich, Monte würde sagen, die letzte Arschritze. Also das geht gar nicht irgendwie. Das ist, das Spiel an sich ist wirklich wunderschön gemacht. Echt wunderschön. Aber die Steuerung, die ist gewöhnungsbedürftig. Die ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Und na, gucken, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen mehr rein. Irgendwie, man hat sich so ein bisschen eingegroovt, tatsächlich nach 4 Stunden. Aber so sexy ist sie nicht. Muss man sagen. So, okay, wir schauen, finden wir hier noch irgendetwas. So, wir finden noch ab und zu irgendwelche kleinen Collectibles. Sowas in der Richtung. Die uns quasi Zugang zu verbotenem Wissen geben. So, eine Taschenlampe. Mit V. Davon haben wir bis jetzt noch nicht so viel gefunden. So, was haben wir hier vorne zum Beispiel? Munition. Das ist gut. Munition nehmen wir mit. So, findet man sonst noch irgendwas? So, eine Bibliothek ist echt toll. Aber jetzt mal ohne Mist irgendwie. Also so eine Bücherrücken, die kannst du auch klemmen irgendwie. Das ist dann halt, wie es so nicht mehr drin ist in den Büchern irgendwie. Bring mir mal ein Buch aus der Bibliothek. Wie sieht's denn aus? Jetzt ist das brauner. Okay, klar. Bring ich dir. Großvater. So, okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Was? Wie? Wo? Oh, oh, wie ist ein Loch? Okay, das hätte ich gar nicht gesehen. Gut. Bevor wir da reinspringen, würde ich hier ganz kurz nochmal gucken, ob wir auch alles haben. Ah, Fensterläden. Okay, gut. Dann runter mit uns. Hui! Ja. Okay. So ist interessant, am Anfang ist auch hier wieder die Kamera ein bisschen hakelig. Das hat sich sehr schnell im Spiel gegeben, aber am Anfang, wo wir angefangen haben, wiederhole mich total, Moment. Als wir gestern das Spiel begonnen haben, war die Kamera ebenfalls so ein bisschen hakelig, genau wie jetzt. Das hat sich aber innerhalb des Spiels recht schnell gegeben. Mal gucken, wann es jetzt hier einsetzt. Eine schöne Zeichnung von innen finde ich tatsächlich recht schade. Warum macht man sowas innen? Ach so, ist nur ein Lappen. Verstehe. Oh, guckt euch das mal an. Na, das ist doch mein Badezimmer hier. Schöne Arschbombe von da oben machen. Wow. Und was ich tatsächlich sehr hervorheben muss in dem Spiel, ist der Soundtrack. Der gefällt mir sehr. Das ist so ein Jazzied, Twin Peaks ähnliche Musik ist, die ich echt gut finde. So, du bist... Wer macht sich denn hier so eine Statue so aus Stein, so hochschreitend? Das ist aber auch... Das ist aber sehr extravagant. Weiß ich nicht, ob man so was haben muss. Was wollte mir der Künstler sagen mit dieser Steinfigur? Der emporsteigende Mönch. Auf dem Weg ins Licht. So, was haben wir hier? Nein! Oh, hoppala. Da fehlt etwas. Na, ihr habt doch hier ein Hohlekreuz. Ihr habt doch ein Hohlekreuz. Aber das, die Schlagwaffe, die Kabel, die werde ich wahrscheinlich nicht nehmen können. Schade eigentlich. Okay, wir suchen also ein kleines Kreuz. Einen kreuzähnlichen Schlüssel. Okay, der Mönch zeigt darüber. Dort? Bei dem braunen Buch? Okay, wir schauen mal da. Hey. Wollen wir ihn... Also perfekt, um so... Wenn du in so eine Bibliothek gehst und so ein Thermobecher Kaffee bei hast, so kannst du so... Dankeschön. Aber sieht toll aus. Sieht toll aus. Uiuiui.
So, okay. Ich versuche mich so schnell wie möglich wieder in die Steuerung reinzufuchsen. Ah, die große Bibliothek. Bevor bei euch jetzt die Motion Sickness so rankickt, irgendwie durch die schnellen Kamerawechsel. Große Bibliothek. Und viel zu lesen haben wir. Wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Aha. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Sind wir der Streuner oder ist der Mann in Schwarz der Streuner? Ich denke mal, wir sind als Streuner gemeint. Also wir müssen den Bibliothekar finden. So, okay, jetzt macht das natürlich auch so ein bisschen mehr Sinn, weil wir befinden uns ja halt im Kopf. Oder in einer Erinnerung von Jeremy. Ah, das Blatt on the floor. Okay, gut, hier haben wir einen nächsten, der hier rüber zeigt. Interessant. Ach nee, schau mal. Der da drüben zeigt auch hoch. Okay, gut. Wir schauen mal kurz. Wie gesagt, wir finden eine Collectibles. Und ich will natürlich keine verpassen. Ja, weil beim letzten Mal haben wir durch das Sammeln von drei bestimmten Collectibles haben wir die Schrotflinte bekommen. Das war schon ziemlich gut irgendwie. Also das wäre ärgerlich gewesen, hätten wir sie nicht gefunden. Wir werden auch nicht alle finden und wir haben auch schon welche übersehen. Stimmt. An Punkten, wo wir wahrscheinlich nicht mehr hin... Was? Wo ist was? Okay, das Konstrukt der Bibliothek bricht langsam auseinander. Das ist natürlich auch sehr sinnbildlich für den Verstand oder für die Erinnerung des Mannes. Korrumpiert durch den Lügner. Wahrscheinlich ist der Lügner der Mann in Schwarz. So, da vorne leuchtet das so schön. Oh, warte mal, hier ist... Bist du der Bibliothekar? Ah, hier haben wir das Kreuzschlüsselchen. Hubertus Schlüssel. Okay, cool. Den nehmen wir. Nachdem der hängende Raum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an den Bibliothekar des Konvents Hubertus gegeben, um Jeremys dunkelste Geheimnisse vor neugierigen Augen zu schützen. Hm. Ja, dieser... Okay. Okay. Mach mal die Musik einen Hauch leiser. So ein Hauch. Alter. Alter, das scheppert ja wie Humpe. So, Audio und Text bitte. Mein lieber Herr Gesangsverendo. Also, das hat ja ein schönes Dröhnt hier. So, auswählen. Nehmen wir so. Und zurück bitte. Zurück und fortfahren. So. Verdammte Axt, Alter. Okay, ich höre die schreckliche Musik. Überholte Gegenstände wurden ins Archiv verschoben. Ja, das ist okay, gut. Archiv bitte öffnen. Moment. Hat er jetzt das Kreuz schon genommen? Weil wenn die schreckliche Musik so eingesetzt... Nee, hat er noch nicht. Das hängt noch da. Okay, also wenn jetzt der Mann in Schwarz kommt, müssen wir uns ganz schnell dünne machen. So, bla 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 bla. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Und dunkelste Geheimnisse. Jetzt haben wir sie. So, hier setzt sich jetzt der Fahrstuhl und die Steuerung habe ich. Sieht sehr persisch aus. So, wir müssen aus diesem Nebel raus. Ach, das ist so laut, Alter. Es ist so laut. Okay, wir müssen schneller oben sein als der Nebel. Ah, ist nicht gut. Darf ich mal... Ah, verdammt. Okay, also wir können einfach nicht an ihm vorbeilaufen. Mann. Ah, verstehe nicht, warum jetzt natürlich noch so die Musik so nachscheppern muss, irgendwie, wenn du schon den neuen Run gestartet hast. Aber, komm. So, müssen wir jetzt vor ihm unten sein.
selbst nicht manifestieren, Jeremy. So, komm, lauf, lauf, lauf. Müssen wir hin. So, mach das Kreuz schnell hin. Eine Leiter, okay. Die werden wir noch verfolgt. Hallo? Ja, werden wir noch, das ist nicht gut. So, Getränk haben wir mitgenommen. Oh nein, eine Sackgasse. Eine beknackte Sackgasse. Das darf doch nicht wahr sein. Warum? Wieso? Weshalb? Oh, warte mal, dann nehme ich hier lang. Ah, ich muss weg. Jessikowski. Nein, wie kannst du nicht lang? Warum? Wieso? Was ist okay, Käse? Wie soll man denn da rüberkommen jetzt? So, okay, er verfolgt uns. Er verfolgt uns. Wo sollen wir hin? Oh Mann, Alter, da knallen aber wirklich die Boxen weg da. Da kennst du ja gar nichts, ey. So, können wir da vorne? Ist das so? Da vorne ist nochmal so ein. Wie sagt man denn? Darf ich mal kurz vorbei? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist mir sehr liebenswert. Dankeschön. Hier, wir kennen genau. Ja, gut, Nachtschlüssel. Einmal hier bitte. Da fallen mir gleich die Löffel ab. Oh. Wunderbar, hier gehen wir hoch, komm, los. Edward, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Der schwarze Nebel ist überall. So. Keep on running. Boah, Alter, was für stressige Sequenzen das Spiel hat. Also, es wartet ja wirklich mit wunderschönen Bildern auf irgendwie und dann rennt es dir mit Anlauf und tritt hier in die Klöten. So kann man, man kann es nicht anders sagen. Oh, okay. Gut, wir gehen mal weiter hoch. So, wo finden wir den Bibliothekar? Ihr seht alle aus wie Bibliothekaren. Aber wo ist euer Oberbibliothekar? Hm, was hast du hier? Vater Stefan? So. Hier zieht auch so ein Riss durch einmal. Das ist, okay, hier ist der Fahrstuhl. Ich guck mal ganz kurz hier hinten nochmal, ob man da durchkommt. Aber das sieht nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann auf zum Fahrstuhl. Wo der uns jetzt auch hinführen mag. Ja, aber wir kommen da nicht. Ah, hier. Ja, wie aufwendig das sein muss, irgendwie Mechanismen zu konstruieren, die auf so einen Schlüsseln basieren. Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey. Okay, was? Ich kann das gar nicht helfen. Detektiv! Juan! Juan! Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keine Lösung. Alter! Alter! Boah! Ey, Wahnsinn. Ich muss das mal noch leiser machen nach der Sequenz hier. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, Kambi, denk nach. Los! Importfirma. Prax. Genau. Viel Glück, Detective.
So, da hat uns Juan gerade nochmal echt den Arsch gerettet irgendwie. Weil wir so ein Buch weggenommen hat. So, lalala, ist jetzt meins. Kannst jetzt gar nichts dagegen machen. Gar nichts. Oh, die Katze. Gott sei Dank sind Sie hier, Detective. Jemand wie ich? Allein an diesem Ort? Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Oh, jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detective. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolland, Miss Ruth Tolland, um genau zu sein. Interessant, weil die schon mal miteinander gesprochen haben, eigentlich. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detective. Ich hörte, Sie versuchten, Jeremys Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Wundert euch bitte nicht, dass Sony in 20 Jahren angesiedelt und da wurde ständig überall geraucht und getrunken. Hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremy nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht. So, schön eingeschenkt, mein lieber Herr. Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich hab's in einem Traum gesehen. Ach so? Was? Die Prax Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch, die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Okay. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bonne Chance. Hey, haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Nein, nee. Ich habe Ihre Kleine nicht gesehen. Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Ja, das meine ich halt so, diese krassen Cuts irgendwie. Ne? So bumm und plötzlich sind wir vor den Büros. So, wir haben ein Streichholzbriefchen bekommen. Dies ist ebenfalls wieder ein Collectible. Und wir haben es vollständig. Die Sichelmondstadt, das ist jetzt dieses verbotene Wissen irgendwie. New Orleans liegt südwestlich von Derceto, am großen Fluss Mississippi. Seine Altstadt, das französische Viertel, ist das Vaucaire, ist die Heimat der stolzen und oftmals reichen Kreolen. Rings um dieses Zentrum findet man eine große und vielfältige Stadt voller Leute, darunter die einfachsten Dockarbeiter, rücksichtslose Verbrecher, nach Jazz verrückte Flapper und natürlich die mysteriösen Voodoo-Leute. Nachts kann man am Ufer bei DeSeto stehen und New Orleans sehen, wie es funkengleich am Horizont glüht. Das ist interessant, ich sag New Orleans. Er hat jetzt New Orleans gesagt. Ich weiß nicht, weiß ja nicht, was richtig ist. Wahrscheinlich so, wie er das sagt. Okay. So, das ist jetzt das verbotene Wissen. Aber das dürfte man jetzt. Was, warum ist das verbotene Wissen? Komisch. Okay, aber na, wir haben es vollständig. Suche nach der Adresse des Auftritts des Schattenmanns. Aus Taroea gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Hm, okay, warte mal. Also, wie gesagt, ich mache ganz kurz nochmal die Musik ein bisschen leiser, weil die hat jetzt ganz schön geknallt irgendwie. Weil ich komisch finde, weil sie sonst sehr, sehr leise ist, tatsächlich. Ist ein bisschen schade irgendwie. Aber wie gesagt, weder euch noch mir sollen jetzt hier die Ohren wegfliegen. Von daher, machen wir es so. So, Gegenstände können auch gegeneinander geworfen werden. Pipapum, bla bla bla. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. So können wir hier irgendwie rüberklettern. Oder muss ich hier Krawall machen und Sachen hin und her schmeißen? Nee, wahrscheinlich können wir hier lang laufen. So, hier haben wir immer noch Sachen zum Werfen. Oh, Moment. Eieiei.
Eieiei, da drüben haben wir... Da drüben haben wir jemanden, den möchte ich jetzt erstmal nicht begegnen. Wir haben immer noch das Kreuz. Wow, okay, alles klar. Super. Und da kommt schon die nächsten. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie... warte mal, mit F war, glaube ich, Nahkampf. Q? Das ist aber sexy. Das ist aber sexy. Nimm das Kreuz, bitte. Ja, vielleicht sollte ich das nicht machen, während er brennt. Wäre vielleicht sinnvoller. Er lebt noch? Nee, tut er nicht. Er hängt einfach bloß so ab. Das ist ja geil. Ich habe mich schon gefragt, warum das immer alles so einer Molotow-Cocktail aussieht irgendwie. Und wenn ich die natürlich auf die werfen kann, das ist geil. So, wie sieht es jetzt dann mit dem Kreuz aus? Das scheint etwas länger zu halten. Das ist ganz gut. Dabei bleiben wir. Achso, warte mal, ich wollte erstmal ein Haus drin. Ein paar Kugeln nehmen wir noch mit. Und hier noch eine Flasche. Ein Getränk. So, und dann schauen wir mal, was hier in diesem wunderschönen Verladeschuppen drin ist. Ah, wunderbar. Hier wirst du gleich erstmal auf ein Schlückchen eingeladen. Dankeschön. Einen Weg da reingeben. Ja, ich denke auch. Ein bisschen dünner könnte man da durchkrauchen. So, hier haben wir noch eine Karte. Hinweis. Ach nee, Alter. Nee, der Eingang zu den... Ach nee. Nee! Ah, zu den Säuren. Ach, schade. Das muss ja jetzt nur ja nicht sein. Das muss ja jetzt nur so überhaupt ja nicht sein. Okay. Der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prax Import Gesellschaft führt. Ich wette, darüber komme ich rein. Ja, jetzt stellt euch vor, das ist so der Ort, an dem ich jetzt am liebsten unbedingt in diesem Spiel sein will. In der Kanalisation. In der dunklen, nassen, unheimlichen, von Monstern verseuchten Kanalisation. Das wird so toll werden. Ich freue mich. Das wird schön. So, und schauen wir hier nochmal hin. Ah, verschlossen leider. Kann ich vielleicht den Stein durchs Fenster werfen? Nein. Geht nicht. Das ist panzersicheres Glas. So. Sehr Vorschlaghammer. Das sind alles sehr, sehr vielversprechende Sachen, irgendwie, die man nehmen kann. Aber die gehen halt sehr schnell kaputt. Und ich bin tatsächlich von dem Kreuz. Bin ich sehr erstaunt. So, mal gucken, ob wir vom Dach aus reinkommen. Ah, könnte. 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 Schön. Was machen wir? Renn mit uns. Okay, wunderbar. So, okay, hier vorne haben wir anscheinend eine Art... Ach nee, Munition. Ich dachte eine Frachtliste oder sowas. So, okay, was können wir noch finden hier? Oh, ein Schlüssel. Sehr gut. Schlüssel des Schauermanns. Der Schauermann. Okay. Gut. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwo was? Okay, das war ein Schlüssel, aber wir können die leider nicht nehmen. Kann ich das Akkordeon? Nee, ist kein Akkordeon. Das ist eine Schreibmaschine. Kann man hier noch irgendwas... Ansonsten, wenn jetzt war jetzt hier nur ein Schlüssel drin, das war so ein bisschen dürftig. Ich hätte jetzt eigentlich mit fetten Loot gerechnet. Oder wenigstens mit Chemikalien. So, okay. Riegel aufgemacht. Und auf. Hallo! Ah... Da, mein Freund. Oh. Ah, ist schade. Jetzt, ich dachte, das Kreuz hält für immer. Tut's nicht. Das ist sehr schade. Zwar hat jetzt schon das Zeichen gehabt, dass es bald zerbricht. Dann nehmen wir jetzt doch den Vorschlaghammer. So, kommt hier noch einer? Nee, wahrscheinlich nicht. So, hier können wir noch da hinten hinlaufen. Das ist doch bestimmt ein Top-Versteck für irgendwas Cooles. So, was haben wir da? Was ist das? Schreibmaschinenband. Mhm, ach, wieder ein Collectible. Schön, 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 schön. Eins von dreien. So, da unten geht's in die Kanalisation runter. Das ist tatsächlich sehr schade, dass man die Molotow-Cocktails jetzt nicht einfach einpacken kann. So, ich gucke hier vorne nochmal kurz. Ah, wunderbar, Patronen. So.
So, hier in dem kleinen Verschlag könnte was drin sein. Aber dazu müsste ich mir erstmal den da vorne schnappen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt... kann ich jetzt laufen? Ja, ich kann damit laufen. Aber wenn ich jetzt loslassen würde... So. Oh, du bist so ein Hans Wurst, Alter. Ja, du musst wirklich jetzt hier 3-4 Tasten auf einmal gedrückt halten. Irgendwie, was ziemlich unschön ist. Irgendwie. Wenn eine Kuh loslässt, dann schmeißt da. So, was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Was können wir hier machen? Schlüssel des Steuermanns. Der Schauermann. Okay, wir haben den Kran gedreht.